99 von 100 vermissten Fällen ist das Kind bei einem Elternteil oder einem Verwandten. Was ist mit dem anderen Fall? Was? Du hast gesagt 99 von 100. Wie komme ich zu dir? Was soll ich tun? Stranger Things kam wie aus dem Nichts und wurde, man kann es nicht anders sagen, Kult. Die Serie trifft einen gewissen Nerv. Doch welche Nerven trifft sie eigentlich? Und gibt es andere Serien, die diese Nerven auch stimulieren? Gibt es Serien wie Stranger Things? 80er Jahre Nostalgie, Mystery, Vorstadtidylle und eine Geschichte rund um Freundschaft und Erwachsenwerden. Das sind die Zutaten von Stranger Things. Teilt man diese Zutaten in vier einzelne Kategorien auf, kann man zu jeder einzelnen Kategorie passende Serien empfehlen, je nachdem, was einen selbst an Stranger Things am meisten reizt. Komisch. Ich kann ihn nirgendwo sehen. Will! Hört ihr das? Das ist nicht Will. Stranger Things hieße nicht Stranger Things, wenn es nicht um das Seltsame ginge. Das Unerklärliche, das Übernatürliche. Was zur Hölle? Das kitzelt unsere natürliche Neugier und ängstigt uns zugleich. Hier in Form einer Paralleldimension, dem Upside Down. Statt einer alternativen Welt erkundet Dark eine alternative Zeit. Zeitreisen sind das Thema. Dark ist, wie der Name schon sagt, sehr viel dunkler, sehr viel düsterer angelegt. Und spielt selbst für Netflix-Verhältnisse schon in einer alternativen Welt, nämlich in Deutschland. Die erste deutsche Netflix-Serie ist auch für deutsches Fernsehen Neuland. Nicht nur die Vergangenheit beeinflusst die Zukunft, sondern auch die Zukunft, die Vergangenheit. Tick, tack, tick, tack. Erinnern Sie sich an irgendwelche Ereignisse, die zu Ihrem Verschwinden führten? Übernatürliche Vorgänge und Entführungen sind auch die Bedrohung in The OA. Nur geht es hier weniger um die Suche nach der entführten Person, als um ihr Geheimnis und ihre Mission, nachdem sie wieder aufgetaucht ist. Ein Perspektivwechsel. Vor 7 Jahren, als sie spurlos verschwunden ist, war sie blind. Mom? Statt einer Geschichte ist die Twilight Zone ein ganzer Haufen von Geschichten. In der deutschen Übersetzung sogar unglaubliche oder unwahrscheinliche Geschichten. Die Anthology-Serie erzählt viele kleine Kurzgeschichten und schrieb so amerikanische Fernsehgeschichte. Twilight Zone ist die Mutter aller Mystery-Serien. Dafür ziehen sie sogar in eine streng bewachte Gemeinde. Derartiges finden sie nur in der sogenannten Twilight Zone. Als Serlina jedoch wieder auf freiem Fuß war, schwor sie sich, das Licht in ihre Gewalt zu bringen und jeden Planeten zu zerstören, der sie daran hindern sollte. Eine andere Kurzgeschichte ist die Mutter von Der Nebel, Stephen Kings The Mist. Man könnte aber auch sagen, dass dann die 2007er Filmadaption auch der Vater ist. Remakes sind so eine Sache, aber die Neuauflage sieht unbestreitbar gut aus. Nur leider wird sie nie zu Ende geführt werden. Die Serie ist bereits wieder eingestellt, aber wenn man ehrlich ist, ist es auch fast unmöglich, an das grandiose Ende des Filmes heranzukommen. Mystery-Szenarien spielen in Amerika sehr oft in den ländlichen Vorstädten. Das Einreißen der freundlichen Fassade und die Offenlegung der grausamen Geheimnisse darunter machen das eigene Zuhause von einem Rückzugsort zu einem Tatort. Oh, Feierland, gib Gas! So eine Kleinstadt ist Wayward Pines. Zumindest deswegen, weil sich deren Einwohner nicht an ihre Vergangenheit erinnern können und die Mauern der Stadt nicht verlassen. Aber wieso ist die amerikanische Kleinstadt überhaupt umgeben von Mauern? Okay, what the hell is happening? They're watching us. They're listening. You could be happy here, Ethan. Die Kleinstadt in Under the Dome ist komplett umgeben von einer unsichtbaren Kuppel. Eine verrückte Prämisse mit vielen kreativen Möglichkeiten, die auf einer Vorlage von Stephen King basiert und nicht auf den Simpsons. Was willst du? Sehen Sie mal, was ich mit meinem Daumen kann. Wollen Sie wissen, wieso ich das kann? 4 Generationen Inzucht? Oh.
Der eine Ort, der uns aber erst gelehrt hat, scheinbar idyllische Vorstädte zu hinterfragen, ist natürlich Twin Peaks. Früher noch genauso wie heute. Und eine Serie, die ohne die Lehren aus Twin Peaks nicht vorstellbar wäre, ist Desperate Housewives. Auch wenn sie nach hinten heraus immer soapiger wird, leben die ersten Staffeln noch von dem unverwechselbaren Mystery-Charakter des großen Vorbilds von David Lynch. Und das verdeutlicht der Lieblingsschauspieler von David Lynch, Kyle MacLachlan. I want it closed. No, you stink. And you're a whore. Here's the difference. I can get clean. Läuft einmal ganz drumherum. So. So schlimm die Lage in den Vorstädten auch sein mag, wenigstens sind die Protagonisten nie allein. Serien leben von ihrem Cast. In Stranger Things ist es vor allem eine Gruppe Freunde, die sich gemeinsam den Absonderlichkeiten der Welt stellt und daran wächst. Manche Serien atmen eben doch noch den Geist von Stephen Kings Stand By Me. Ja, ja, genau. Dann, als es dunkel wurde, muss ein Zug gekommen sein und bumm, Knall. Ja. Jetzt ist sie weg. Scheiße. Das Waldabenteuer der Nowhere Boys endet aber nicht ganz so glücklich wie in Kings Klassiker. Sie landen in einer Parallelwelt, in der sie nie geboren worden sind. Nicht alles hier draußen ist so leicht zu verstehen. Wo sind die Journalisten und Kameras? Erscheint euch unser Verschwinden und wundersames Wiederauftauchen wie eine Enttäuschung? Hat dir meine kleine Botschaft gefallen? Ich habe für dieses Mädchen ein gutes Messer ruiniert. Ihr verdammtes Blut hat alles besudelt, jetzt brauche ich ein neues Auto. Filme und Serien, die sich auf Freunde konzentrieren, funktionieren nur, wenn sie eines beherrschen, Gruppendynamik. Und niemand beherrscht Gruppendynamik so gut wie Joss Whedon. Seine Werke zeichnen zwar immer die gleiche Personenkonstellation aus, aber sie funktioniert. Der Mentor, der verwegene Held, der Schläger, die Taffe, das Nesthäkchen, der Spaßmacher und der Antagonist, mit dem man verbandelt ist. Whedon wiederholt sich zwar immer wieder, aber dafür liebt man seine Figuren. Dr. Banner. Das wäre der ideale Zeitpunkt, um wütend zu werden. Das ist mein Geheimnis, Captain. Ich bin immer wütend. Oh mein Gott, Jason. Er wurde erschossen. Buffy wurde nach ihrem Ende als Comic fortgeführt. Riverdale basiert auf einem Comic und auch wenn es nicht um Horden von Vampiren geht, sondern nur um einen Mord, hält dieser die Truppe genauso auf Trab. Gruseliger als so manches Monster sind die Intrigen eingeschnappter Teenagerinnen. Noch gruseliger die Intrigen eingeschnappter toter Teenagerinnen. In Pretty Little Liars versuchen vier Mädchen mit dem Tod einer Freundin klarzukommen. Was gar nicht so einfach ist, wenn man bedenkt, dass diese sich regelmäßig aus dem Jenseits meldet, um das Leben ihrer ehemaligen besten Freundinnen zu zerstören. Alleine schon der Begriff ehemalige beste Freundin lässt schon sämtliche Alarmglocken läuten. Sie ist von A. Ich habe auch eine gekriegt. Ich bin immer noch da, ihr Schlampen. Lucas, bitte komm! Einen großen Anteil am unverwechselbaren Charme von Stranger Things hat unsere Nostalgie. Dungeons & Dragons, Walkie-Talkies, Videospiele. Die Serie hat die Manie für Produkte, Mode und Songs aus den 80ern neu entfacht. Als Dustins Dinopoly im Onlineshop des Science Museum Minnesota erhältlich war, wurde der Ansturm so groß, dass das Museum innerhalb weniger Tage 3 Millionen Dollar umgesetzt hat. Mit einem Pulli, den sie zuletzt in den 80ern im Museumsshop hatten. Wir lieben nun mal die gute alte Zeit. Nostalgie lebt davon, dass wir die Vergangenheit nostalgisch verklärt betrachten. Die 80er waren nie so cool, wie wir sie heute nachstellen. Es ist die große Kunst, trotz all dem Schick, das Alberne der Mode auch herauszuarbeiten. So wie in Glow. Sie ist ein heißes Partygirl. Sie ist orientalisch. Du meinst Stereotyp. Ja, Bingo, genau. Du, eine schwarze Dicke. Was war das bitte? Ein irgendwie noch alberner, aber auch ein gutes Stück stilsicherer waren die wilden 70er. The Deuce zeigt deren gesellschaftlichen Umbruch, als die Pornografie legalisiert wurde. Unfreiwillig in den 70ern landet ein Polizist in Life on Mars und man strickt daraus eine stilsichere Mystery-Serie. Im britischen Original auch mit einem durch und durch britischen Soundtrack. Fargo versucht schon seit dem ersten Kinofilm uns zu verkaufen, dass die Geschichte durch und durch wahr sei. Das ist natürlich durch und durch falsch, aber Fargo ist damit immer ein zeitgenössisches Abbild einer leicht naiven Gesellschaft. Noch mehr Serien wie Stranger Things versuchen wir auf unserer Website abzubilden. Denn egal was es genau ist, diese Serien treffen in uns einen nostalgisch verklärten, aber auch irgendwie herzlich naiven Nerv.
3, 2, 1. Und jetzt mit dem Protonblaster. Sehr gut. Dreh dich mal zum Licht. Ja! Zeig deine Beißerchen. Ja! Who you gonna call?